Ja, der Lehrling ist wieder da. Mensch, du hast ja falsch eingetragen. Das Blatt sieht schlimm aus. Jetzt habe ich zuerst falsch eingetragen. Dann hast du hier falsch eingetragen. Aha. Das kommt nämlich dahin. Wird immer schlimmer. Jetzt kann auch mal durchstreichen, weil da war ja Wochenende. Und da war SS. Ach so. Und da war wieder Wochenende. Und da war wieder SS. Und, ne? Deswegen. Ja, ja. Ich glaube, das können wir bald nicht mehr abgeben, das Blatt. Das war, mit 1000 Änderungen. Was brauchen wir jetzt? Oben das Lastenrad. Gucken wir mal, ob Luft fehlt irgendwo. Sind ja alle recht platt. Naja, der ist halt weich. Der ist genauso weich. Ich weiß nicht. Was hast du? Was vorne, was hinten? Hat er was hinten? Vorne hat er gesagt. Vorne? Ja, einer von den zwei. Oh Mann, ey. Was für Frische, ey. Ja gut. Stunde 20 Na, Stress ist es nur, wenn die Räder hier rumstehen. Okay, jetzt verstehe ich. So. Das ist der mehr Stress, als weil ich die immer rumrangieren muss. Dann komm mal runter. Lagerbrösel komplett weg und dann kannst du das schön frei verschieben. Ja, mit dem Grund, warum ich die Dinger hasse. Ja, das ist halt billig, wa? So, Venus-Stielnarbe. Holland-Schrott. Nee, na, ist es ja nicht. Das kommt aus Tschechien. Diese Venus-Stielnarbe. Ich mag die nicht. Vorne runter. Perfekt, da vorne runter. Rad hinten raus. Luft raus. Na, hey, was machst du denn da? Ich wollte jetzt den Schuss gleich losschrauben. Niemals, ey. Wir machen ja nicht so viel Aufriss. So ein Scheiß. Ja. Ja, Lagerhaus, das ist jetzt Priorität. Ist alles kaputt. Hier, halt mal schön. Das, wenn man das hier alles mit der Hand drehen kann, Leute, dann ist es nicht gut. Sollte nicht so sein.
Damit fürs der Eisenbahn. Ja, das ist schon zu spät. Mein erstes Mal. Staubkappe ab. Was für ein Quatsch. Rarität. Sieht aus wie ein Pressfit-Lager oder so. Ja, ist schon gut. Gott sei Dank. Und wie sieht das aus? Merkwürdig. Merken Sie wirklich. Jetzt mit Schira gewollt. Ich mag die Dinger nicht. Aufzuheulen! Ist doch schick! Aber wie kriegt die Kacke erst raus? Erklär mal. Na, haust du jetzt richtig mal auf die Kacke. Meinst du jetzt auf einer Seite? Ja, ich würde natürlich auf die Seite gehen. Wir müssen natürlich jetzt nicht mehr groß achten, aber wirklich ganz bleiben sollte schon. Also man hält natürlich auf der anderen Seite so ein bisschen auch vor, ne? Die Hand. Und probiert es mal mit Gefühl. Noah, komm doch. Ja, halt mal vor. Nicht mit Schwung irgendwo hinkriegen. Schlicht und ergreifend. Axel ist ja eigentlich noch gut. Wir brauchen nur zwei neue Lager. Jetzt sieht man, wenn man alle Lager da haben, die es auf der Welt gibt. Ja. Naja, nee. Ausgeben ist nicht. Nee, raus. Das darfst du ja nicht. Dann hast du gleich wieder. Dann nimm mal den Austreiber für die Feuersatzschalen. Genau. Pass auf, dass kein Lichtkabel drin verläuft, bitte. Eventuell vorher checken, immer ob da ein Lichtkabel ist. Ja, ist ein Lichtkabel. Ja, ansonsten ist es klack und durch. Ist gar kein Licht angeschlossen. Was ist denn da mit dem Licht? Reparatur, was? Ja, okay. Ja. Ja. Bakterienlicht. Kein Licht. Ja. Kommt. Es kommt. Sehr gut. Wunderschön.
So. Und jetzt kann ich mir mal vergnügen und hat so Radlust, weil ich schicke da dauernd Leute hin, die erzählen mir immer irgendwelche Geschichten, dass die alle so arschig sind. Und ich bin ja fast undercover. Mich kennt nur eine Person, die da arbeitet. Und die arbeitet vielleicht sogar schon nicht mehr da. Die Sarah. Suchst du einen Lappen? Hier. Na, ich glaube, ich nehme einen Schmierlappen. Der gute alte Schmierlappen. Das will ich vorher wissen. Natürlich, bevor ich dann hier. Bin ja nicht ganz dumm. Mal gucken, was sie mir erzählen. 127. Das ist schon klar. Kannst du wieder auf die Werkbank packen. Neuer Platz, Werkbank. Wo ist noch? Bis gleich. Jo. Ja, bitte. Sie wünschen? Ich wollte irgendwas. Ja, hast du schon gesagt, aber du wusstest nicht mehr. Mhm. Achso, ja, einen Kaffee hätte ich gerne. Welche Sorte willst du? Willst du wieder die Spezialsorte? Ja, ich nehme mal eine Spezialsorte. War das eine Spezialsorte? Heute Morgen. Achso, na dann. Ja, nicht viel anders. Oder willst du mal einen Karamellkaffee? Ja, ich nehme mal einen Karamellkaffee. Kakaoanlage mit Tee. Schön. Und ich nehme eine frische Tasse. Eine frische Tasse? Nein, natürlich nicht. Ist ja schon vorbei jetzt, ne? Du hast darunter gestellt. Genau. Ich wollte einfach nur ärgern. Sag mal, ich war gerade bei Radlust. Und ein Problem ist ja, dass die mich kennen. Dass ich ja erkannt werde. Das ist ein Problem. Ich wollte eigentlich mal so testen, was die Kunden mir so erzählen, aber ich habe keine Chance, die sind scheißfreundlich zu mir. Ja, unfreundlich. Ja, so freundlich, arrogant und so, nee, hau mal ab, so nach dem Motto. Und ich bin da hingekommen und dann kam gleich die Sarah an, hey Tommy, Mann, ja, hey, das ist Tommy hier, guck mal hier, das ist mein Freund Tommy hier vom Fahrradladen. Und so. Also, ein bisschen übertrieben war das gerade schon, aber sie hat mich doch schon allen vorgestellt. Und das ist der Laden, wo wir mal gucken gehen wollten hier und kriegen alten Sachen. Und ja, da wollten wir auch nichts machen. Dann macht doch mal einen Betriebsausflug oder so, kommt da halt einer mal vorbei. Ich sage, ich schicke euch ja auch mal Leute, aber die sagen immer alle, ihr habt immer so viel zu tun. Also, ja, bis Mitte November sind die ausgebucht. Die können sich nicht beschweren. Die können sich überhaupt nicht beschweren. Ich kann mich beschweren, ich stehe und warte auf meinen Kaffee. Das ist unglaublich. So viel Zeit haben die ja nicht. Ja, aber der Laden ist jetzt auch nicht überlaufen, also. Ja, die machen nur Termine. Aber scheiß freundlich und dann haben sie gleich. Ja, hier. Da habe ich so eine Welle gesucht von also für so einen Hollandrad, deswegen wollte ich mal persönlich hinnehmen. Und dann, ja. Hat sie mir auch noch zum Special Preis gegeben. Ich gesagt, na musst du doch ja nicht, ist doch im Grunde genommen der Kunde zahlt das und so. Und ja, die gibt es massig, die Lager, das ist in Ordnung. Aber die Wellen sind Goldstaub. Und dann hat er auch so, dann war da eh eine so eine Welle. Von Tretlager Welle, eine Welle, ja, mit Mittelspiel. Lag dann da in diesem Sortiment, wo die ganzen Lager drumherum lagen. Sind mir so, ah, hier die Lager sind kein Problem, aber die Welle. Und dann alle so, die Welle. Und dann so rausgenommen, so, völlig überzeichnet halt. So, und ich, was ist mit der Welle? Sagt sie, ja, die ist Goldstaub. Ich sag, das kann ich mir vorstellen. Ich sage, ich würde ja auch meine eigene Welle nehmen gerne, die ich ja noch habe. Und sie, puh, also die hört wie allen so ein Stein vom Herzen gefallen. Das war so richtig witzig. Das ist richtig. Ja, dann hättest du jetzt eh erst meinen Chef fragen müssen, ob der die überhaupt weggeben will. Ich sage, na was, der ist so weg, wa? Also, ja, weißt ja, immer so diese alten Sachen, die kippt es halt nicht mehr. Wenn die mir produziert und dann ist diese Welle ist dann halt für das Rad. Ne? Es gibt nur eine Welle und das Rad dafür. Das ist halt schon. Mit deinen ganzen Narben. Das sind alle gleich, ne? Das ist halt so. Es gibt's nicht mehr. Die werden nicht produziert. Du kriegst keine Wellen mehr. Und die Lager so, ja, hier. Ja, fand ich ja gut. Witzig zu sehen. Ja, Mensch, Tommy, ja, schön dich gesehen. Ah, ja, komm mal vorbei. Und ja, du bist ja bis 21 Uhr mal dabei. Ich sag, ja, immer jeden Tag. Süß. Fand ich gut. Fand ich gut. Also, ich kann da nichts Negatives sagen. Ich hätte ja noch ein bisschen Milch dazu. Nix was hier. So einen halben Kaffee.
Und mach mal den Ohmel hoch hin. Ja, nicht wieder heftig atmen. Oh, hör auf, nicht zu schlagen. Wo ist dein Blumenstrauß? Wo ist denn dein Blumenstrauß? Ja. Wo? Oh. Das ist irgendwo ruhig für mich. Was für ein Blumenstrauß? Wofür denn? Was denn? Wieso denn? Was ist denn? Heute ist Hochzeitstag. Peter, von wem? Von deiner Mutter oder was? Von uns beiden. Wie von uns beiden ist Hochzeitstag? Was dann machst du mir mal bitte einen Hochzeitstag-Kaffee. Hab ich doch. Das ist der Hochzeitstag. Fällt aber mager aus. Das ist ein mager Kaffee. Wir haben heute Hochzeitstag. Yay! Der wievielte? Der Elfte. Der Elfte. 11 Jahre. Yay. Ja, verheiratet. Verheiratet? Nö. Wir sind schon viel länger. Ah, zusammen sind wir viel, viel länger. 17 Jahre oder so. Nee, fast 16. Na gut, doch nicht so lange. 16. Ein halbes Leben. Halbes Leben? Ich hab schon. Da ich ja schlägst Brot. Oh, der hat nicht mehr abgepumpt. Was ist denn abgepumpt? Ja, heute ist Hochzeitstag. Was kriegen wir dann als Geschenk von unseren Kindern? Anouk hat zu mir gesagt, bestimmt schenke ich euch beide morgen ganz viel. Ich glaube, wir schenken uns gar nichts. Tritt in den Hintern kann sie haben, mit Anlauf. Explodiert? War kurz, oder? Ja. Wieso? Macht ja doch immer so ewig. Rinder mit. Rinder müssen mit. Nimm den Inder mit. Alter, wie ich meine. Das war's? Zum Hochzeitstag, alle Gute, sag ich zu Achim. Ich sag Achim, wir haben Hochzeitstag. Sag ich ihm dann. Gucken. Ich mal zum Friseur gehen. Zum Hochzeitstag? Kannst du irgendwann mal machen, dass du dann Ona auf dem Arm hast und ich gehe zum Friseur? Wieder zu Udo Walz? Nee, vielleicht auch hier um der Nähe. Hier um die hier nebenan? Nee. Marlies, ich muss jetzt mal wieder seriös arbeiten. Ich kann nicht die ganze Zeit mit dir spielen. Auch Leute, die Geld verdienen müssen. Hier, hallo, hier. Ich bin auch Geld. Dass ich hier zu Hause bin. Und nicht tust, in der Nase bohrst. Naja. Und das bringt uns wieder mal zu dem Aufruf. Kinder, wenn euch ein Rad geklaut wird, zeigt es an. Zeigt es an, eure Nummern. Das ist doch wichtig. Das war doch auch nicht billig, das Rad. Kostet 350 Euro, jetzt gesenkt, habe ich gesehen. Das ist doch kein, das ist doch nicht hier irgendwas, was auf der Bäume wächst, das Geld. Anzeigen. So blöd wie das ist, ihr alle immer glaubt, ihr kriegt eure Räder nicht zurück. Seht da mal, hier kommen sie an, hier werden sie auch angespült. Das ist nun mal so, das ist Fakt. Und deswegen zeigt es an, dann kommt das auch wieder. Ganz einfach, ganz simple Geschichte. So. Wenn es nicht anzeigt, bekommt es nicht wieder. Auch ganz simple Geschichte. Also, danke Sarah nochmal von Radlust. Die Welle bleibt natürlich. Die ist noch schön gerade. Das lief alles neu ins Gut. Das war nur so ein bisschen ausgeschlagen. Haben wir Glück gehabt. Habe ich denn noch einen? Ich habe doch einen in die Kiste geschmissen. Du alter Rabauke da. So, gut. Ja, das wird jetzt eingeschlagen, sanftmütig. Die habe ich nicht mehr hier. TÜV-Abnahme oder was? Ups. Ein Stück weit auch immer. Ich habe jetzt plopp gemacht. Der müsste ja dann automatisch kommen. Offensichtlich sitzt er so.
Ich geh mal kurz hier. Na, denn Vierkant, Ruf, Kurbel, Ruf, sozusagen. Kurbelgarnitur liegt hier. Und ich kümmere mich in der Zeit um nicht. Ja, hätte ich auch schon rausdrehen können. Brauchst du ja was eine Zange. Geht schon? Hast du probiert? Ja, ist ja nicht, ist nicht ohne Grund abgerissen. Ja, komm. Kann mir das ja auch fast nicht vorstellen, aber. Ja. Geht. Holt die Räder ab, Leute, holt die Räder ab. Was ist hier los? Ja, was soll ich sagen? Zum ersten Mal eine Arbeitsverweigerung von Achim. Oh. Testakku, weil E-Bike. Er schraubt keine E-Bikes. Naja. Ist auch nicht schlimm. Ich auch nicht, wenn es um die Elektronik geht tatsächlich, weil ich mich einfach zu wenig auskenne und die Dinger zu teuer sind, dass ich was kaputt machen wollen würde. Also natürlich, aber so Fahrradtechnik an so einem E-Bike, finde ich, ist jetzt kein Problem. Ist nicht so schlimm. Dafür geht er jetzt was zu essen holen. Oh gut, wir haben nämlich gleich Mittag. Und dann können wir schön Mittag essen zusammen. Oh gut. So. Das war nämlich ein Hermes Versandschaden hier. Über Hermes versendet worden. Nicht über Hermes eigentlich, sondern über die Deutsche Bahn. Die Dame hat es nämlich mitgenommen auf die Reise, das E-Bike. Hinzu hat alle Tüte geklappt, aber zurück zu ist das Rad derart beschädigt worden, zerkratzt und alles und lag wohl unter einem Stapel Pakete begraben. Da musst du erstmal wahrscheinlich schmeißen das Rad drin. Als erstes, ist ja schwer, und dann die ganzen Pakete drauf. Das war natürlich nicht so gut. Das geht natürlich nicht. Hier war so viel gebrochen an dem Ding. Vier Speichen kaputt oder fünf sogar, weiß ich gar nicht. Ich glaube, vier habe ich jetzt hier ersetzt. Also vier Speichen defekt und der Rahmen zerkratzt. Und naja, Gott sei Dank die Lampe nicht abgebrochen. Hammer. Luft werdet ihr noch mal spendieren, wa? So ein schweres Rad, da fährt sie doch mit einem Luftdruck hier wie ein Schwimmreifen, hat sie. Luftdruck wie auf dem Schwimmreifen. Alles abnimmt. Ja komm, ich mach dir das, mein Kleiner. Das vergessen. Genau, komm runter! Das ist die Jugendhilfe. Ey, wenn ich Treppe runterschubsen. Was, du willst nicht hier? Moin! Habt ihr für Kinder Fahrradständer? Entschuldigung, habt ihr für Kinder Fahrradständer? Ihr seid unabhängig voneinander da? Wie groß ist denn das Rad? Jetzt kommt der nächste. Hier, das ist ein 22. Moin. 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 22 Zoll? Ist das so? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, doch, du hast recht, Simon. Ja, wir haben das Fahrrad auch oben. So, so ein Mittelständer hier für die Mitte oder was? Vielleicht soll ich das mal runtertragen, nee. Das Fahrrad? Oder? Thank you.
verdreht und die knickt war der Schlauch. Ja, das ist wahrscheinlich durchgesteuert. Hat er auch eine Steuerstelle irgendwo? Anstellen. Ach ja, was soll ich sagen? Haben wir hier ein Radfragment geschenkt. Bekommen. 4 Stunden ist es schon. Das Fragment hat schon wieder Aua. Herrgott, der rennt hier überall gegen heute. Ja. Der Junge. Der Alte. Jung bin ich nicht mehr. Naja. Wärst du gerne nochmal jung? Oh ja, ich wäre gerne nochmal 10 Jahre jünger. 10 Jahre nur? Ja, 10 Jahre reichen vollkommen aus. Die Dinger werden auf alle Fälle aufgehoben, wa? Warum die nur ausgerechnet auch ab sind, ja, ach, da fehlt dir die ganzen Gegenstücke. Obwohl, so viel sind das nicht, das ist ja ein einfaches System. Ja, also ich würde mal die Klammer abschrauben, statt die Griffe. Warum das überhaupt jemand gemacht hat, stellt sich jetzt die Frage und dann trotzdem dran gelassen. Ja. Kurios, kurios, also das wird natürlich abgeschraubt, aber kommt natürlich wieder daran. So, dieses Rad wird jetzt geschrottet, wollte ich sagen, eigentlich. Also ich schrottet nicht, aber erstmal komplett zerlegt. Und vielleicht machen wir ja daraus hier dem Kollegen seine Abschlussarbeit. Alle zerlegen, bitte, alle zerlegen. Ja, also komplett. Alles muss raus. Das ist jetzt, sagen wir mal hier, machen wir jetzt einfach so. Das ist immer so nebenbei. Ist das so jetzt die Arbeit? Oh Gott, voll zerledert. Den Rahmen, ich habe es nämlich heute geschenkt, sozusagen. Und daraus soll entstehen ein... war denn mit Einspeichen und all so eine Faktoren, also muss ja alles Picabiello und lackieren, ja genau, oh, schön, ja genau, so machen wir das, ich freue mich, das wird schön, genau, also bitte einmal zum Lackieren vorbereiten. Dass ich ein Fahrrad lackiere, willst du nicht? Na, das will ich schon, nein, nee, natürlich nicht, aber du lackierst, du bereitest es mal zum Lackieren vor. Können wir machen. Es ist ein Rad, was sich überhaupt nicht lohnt aufzubauen, muss man einfach dazu sagen. Wir haben es geschenkt bekommen, weil man es eigentlich wegwerfen kann. Ja, das ist ja jetzt hier Spielerei sozusagen. Aber mit Pütze am Ende ist die schön. Mal gucken, was man da rausholen kann. Hier keine Edelteile und so, das nur nicht, sondern einfach nur gut aufbauen, schön aufbauen. Mit gewarteten Narben, frisch eingespeichten Laufrädern, weil hier so Zinkspeichen kommen ja nicht in Frage. Soweit gibt es alles nicht mehr. Ist ja keine Restauration, dann braucht man sowas. Verzinkte Speichen. Versuch den Keil ganz zu lassen. Oh. Voll daneben. Das ist aber nicht, aber zum Moment bist du nicht. Fittig. Ja. 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 In der Tat, das glaube ich. Und ihr werdet das nicht glauben, was ist das für eine Tretkurbel? Die ist von Sugino. Japan. Das hätte ich echt nicht erwartet jetzt bei dem Ding. Naja, den hast du leider zertrümmert. Das ist einmal so schön. Oh ja. Naja, wegen dem Winkel kann man immer mal. Und mittlerweile ist es echt Goldstaub geworden. So Simplex-Schaltwerke werden hier Laser für den Scheißhebel bezahlt. Übrigens, wenn du mal wieder jemanden mit einem Lastenrad hast, der einen Schnellspanner hat, kannst du ja die alte Kette nehmen, ziehst du durch den Sattel. Ach so, naja, das haben wir schon.
Das haben wir schon ein paar Mal gezeigt. Sattelsicherung mit Ketten ist immer gut. Weil brauchst du Werkzeug für und wenn du Werkzeug für brauchst, zahlt die Versicherung. Einen Tag vermisst! Naja, du bist schon gesucht von Interpol und allen. Ja? Was war los? Ich konnte nicht und war unterwegs. Wieso? Tja, machen wir erstmal die Stütze raus, wa? Wo seid ihr denn? Hier. Stütze raus, ich gehe erstmal auf Klo. Nehmen wir die raus. Klebt kaum. Ja, gut verharzt. Also. Festgefressen, Sattelstütze. Deswegen haben wir eigentlich Logo auch geschenkt bekommen. Und mal schauen wir mal. Eine Winde. Richtig. Ach ne, hinten ist er da. Oder? Ja. Jo, was machen wir da? Wir müssen hier oben das Loch verfüllen. Das mache ich wieder mal mit klassisch mit meiner Fahrradständerschraube. Das ist jetzt einmal. Mann, Tommy, Wortfindungsschwierigkeiten. Die Sattelstütze? Nein, die wollen wir nicht behalten. Passt ja gar nicht mal so gut hier oben, weil es hier so gewölbt ist. Deswegen versuche ich es mal rein zu prügeln. Wenn wir Glück haben, löst sich beim Prügeln schon die Sattelstütze. Das wäre auch gut. Also ein Hämmerchen. Es hat sich gut angehört und gut angefühlt vor allem. Aber was muss ich sehen? Hier hat einer unten mit der Zange gequetscht. Ich war nicht. Der hat unten mit der Zange gequetscht. Was für ein Drops. Ja. Niemals hier unten mit der Zange quetschen. Weil dann wird es oval und steckt natürlich da noch mehr fest. Wenn ich jetzt reinprügel, dann. Ich brauche mal die Rohrzange. Ich muss da gegen drücken. Rohrzange. Die große rote. Also die mit dem roten Griff. Ja. Genau. Der kleine Manager. Manager. Naja. Und zack, da ist er. Braucht man den ganzen Zauber ja nicht. Also. Das war das. Tada! Kinders. Gut, dass das ein bisschen ungelaufen ist. Ja. Schmuddellappen. Kann man sich ja gleich mal merken. Das ist nichts mit der Büsche. Ja, die Schmuddel nur. Steht hier wieder auf einen mindestens Insert. 25,4. Na bitte. 25,4 haben wir. Ab in den Müll. 25,4. So, der Rahmen ist eigentlich wunderbar vorbereitet. Was jetzt noch fehlt, ist hier diese Lagerschale. Manchmal schlimmer als man denkt. Manchmal auch viel einfacher als man denkt. So. Ja, den passenden Schlüssel habe ich nicht gefunden. Ja, der Schlüssel ist aber da. Gut. Bei Tretlager Schlüssel. Nee, nein. Ja, da ist er mit bei. Der mittlere, genau der. Weil ich jetzt so optimistisch bin, probiere ich es dann doch nochmal ohne.
Ja. Geht ja ganz einfach. Geht ja alle ganz einfach an dem Rad hier. Das ist keine Herausforderung. Das macht keinen Spaß. Das macht mir so keinen Spaß. Das ist ja zu einfach. Also wirklich. Kannst du einspannen. Schon ich mal eine Warte. Ich dachte, wir kriegen hier eine Herausforderung. Einen Scheiß kriegen wir. Na, jetzt spann's aber doch ein. Ja, spann's ein. Das ist ja. Das ersetze ich, da lehne ich mich zurück und genieße. Das ist ja unglaublich. Ja. Tja, welche Farbe geben wir denn dem guten Stück? Blank machen oder was? Nein. Nee, um Gottes Willen. Da gibt es wesentlich einfachere Methoden. Einmal kurz anstrahlen, fertig aus. Ne? Also, nee, darum geht es nicht, sondern geht darum, der soll ja schön werden am Ende. Weil wir schön haben, das Ding. Um ihn schön zu haben, muss das Ding ab. Und das muss man runterschleifen. Da hast du ihn dreimal getroffen. Das wollte ich glatt schleifen mit dir, aber habe ich gesehen, dass das nicht bringt. Da musst du dann vorher aufhören. Aber dafür hat man ja die Fälle. Können wir mal Seitenwechsel? Hallo. Hallo. Bitte? Oh, hast du Licht dabei? Ja. Interessiert mich nicht, hör schon ja nicht mehr zu. Ja. Hat sich super erstmal. Also irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als würde ich so mehr rein beim Treten. Aber das ist erstmal alles neu. Genau. Das Blatt vorne ist ja das alte, aber eben mal vernünftig gereinigt und aber eben vorne umgebaut, ne, dass die Kettenlinie auch stimmt. Ja. Oder so, weil das ist ja das große Problem. Die Achse halt umgebaut, dass die Kettenlinie stimmt. Da kannst du uns kurz zeigen mit dem vorne umbauen. Wie meinst du das? Ja, du hast zwei Blätter vorne gehabt. Ah, stimmt, du hast es auch ausgetauscht. Ah, ja. Das muss man doch sehen. Na, sag mal, guck mal einmal runter und kennt da sein Rad. Ey. Ich weiß, das ist ja unglaublich. Du hast aufgeregt. Ah, okay, das heißt, jetzt sehe ich das. Jo, weil ansonsten stimmt die Kettenlinie nicht. Dann hätten wir das Lager untertauschen müssen. Dann wärst du wieder beim gleichen Betrag gewesen. Dann hätte ich dir auch das neue hier einbauen können. Das ist doch toll. So geht das, wa? Ja. Na ja oder nee? Ja. Ja. Ein echtes Jahr. Nicht nur, ja. Ja. Naja, das. Wie gesagt, das sieht man halt beim Lacken denn tatsächlich immer noch, wenn man das nicht verfüllt. Auf zum Hochzeitstag! Moderation. So, liebe Leute, macht es gut. Ich bin jetzt zu Hause. Es ist gleich 9:30. Jetzt lade ich alles noch in den Computer rein und werde es dann euch nachher nach getaner Arbeit präsentieren. Als geschnittene Version meines Tages. So wie jeden Tag. Ein Tag voller Langeweile, ein Tag voller Niederschläge, ein Tag voller. Abschließend gibt es nochmal zu sagen, nochmal der Aufruf an euch oder an alle überhaupt oder sagt es euch Leuten weiter, denen sowas passiert ist, wenn ein Rad gestohlen wird, zeigt es bitte an. Es ist ganz wichtig. Wenn ihr auch keine Rahmennummer habt, ist egal. Hauptsache ihr wisst wenigstens, was für ein Rad das ist, der Typ, ihr wisst die Farbe, ihr wisst die besonderen, die Besonderheiten, die es hat. Dieses Rad, ja, vielleicht noch die Rahmengröße oder eben besondere Umbauten, Erkennungszeichen etc., Händleraufkleber und dergleichen. Damit kann man schon viel anfangen. Dann taucht vielleicht auch so ein Rad mal beim Tommy auf und der Tommy kauft es denn, weil er denkt, ihr zeigt es an, weil das ist wirklich so ein gutes Rad, zum Beispiel jetzt das Kettler, das wurde nicht angezeigt, einfach.
Deswegen ist noch nicht zu sehen. Aber vielleicht hat die Dame auch noch nicht bemerkt, dass es weg ist. Oder das Kind oder das Mädchen. Oder traut sich das ja nicht zu sagen, dass es weg ist. Einfach anzeigen. Einfach anzeigen, Anzeige machen. Und dann bekommt ihr das Rad wieder. In dem Fall ist es ja sehr günstig. Ich habe es nicht mal bezahlt. Also ich habe einfach das abgenommen. Habe gesagt, hier bitte nicht mehr blicken lassen. Das war erledigt. Aus, vorbei. Ja. Ja, also macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Daumen hoch. Daumen hoch.